Ich beantworte die Frage wie folgt. In dem DIVI-Intensivregister werden nur die täglich tatsächlich verfügbaren und betriebsbereiten Intensivbetten ausgewiesen. Daher sind Schwankungen der betriebsbereiten Intensivbetten nicht ungewöhnlich, sondern werden dadurch bedingt, dass in die reale Einschätzung der Kapazitätslage alle Ressourcenaspekte einbezogen werden, die an dem Tag der Meldung für den jeweiligen Intensivbereich vorliegen. Vor diesem Hintergrund ist der Bundesregierung eine Reduzierung von Intensivbetten nicht bekannt. Auch anhand der Daten des DIVI-Intensivregisters kann ein Abbau von Intensivbetten nicht bestätigt werden. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, wenn Sie die Zahlen nicht haben, wir und ich habe die Zahlen und kann nämlich berichten, dass von den 31.000 Plätzen der Intensivstationsbetten im September 2020 jetzt im März 2021 nur noch 24.000 übrig sind. Das heißt, wir haben einen rapiden Abfall der Intensivbetten um über 20%. Und das ist ein riesiges Versäumnis der Bundesregierung, wenn man sich vor Augen hält, dass immer wieder gewarnt wurde vor einer zweiten, jetzt vor einer dritten Welle, dass die Intensivkapazitäten nicht aufgebaut wurden, sondern rapide gefallen sind um über 20%. Dieses Versäumnis müssen Sie sich ankreiden lassen. Und meine Frage ist eigentlich nur, was gedenken Sie da zu machen? Was tun Sie, um diese Kapazitäten wieder aufzubauen? Zunächst einmal, es gab zu Beginn der Pandemie im letzten Frühjahr eine Förderung, die beschlossen wurde, nämlich 50.000 Euro pro Platz, der aufgebaut wurde. Und dieses wurde auch rege in Anspruch genommen. Auf diesem Wege sind rund 13.700 Förderungen zustande gekommen. Also es wurde investiert in Betten, in Beatmungsgeräte. Und das ist die eine Seite. Die Zahl, die Sie berichten, kann eine tagesaktuelle Zahl nennen aus dem oder von gestern die Zahl, da waren es 23.905 erfasste Betten. Das sind die jeweils betriebsbereiten Intensivbetten, also täglich tatsächlich verfügbar, betriebsbereit. Das heißt, es werden nicht einfach nur die Betten gezählt, sondern für die Zählung kommt nur dann zustande, wenn auch die anderen Dinge gegeben sind. Also es muss ein Raum verfügbar sein, es braucht ärztliches Personal, es braucht pflegerisches Personal, um diese Betten betreiben zu können. Deswegen sind es einfach zwei verschiedene Zahlen. Und bei diesen täglich tatsächlich verfügbaren Betten kann es natürlich immer zu Schwankungen kommen. Und das kommt es auch. Und deswegen geht es auch mal hoch und mal runter. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt froh, dass ich mit der ersten Frage Ihnen doch noch Zahlen entlocken konnte. Das hat schon mal was gebracht. Die zweite Frage wäre insofern, wenn Sie letztendlich dann doch diesen rapiden Abfall der Intensivkapazitäten jetzt bestätigen und Sie in der Verantwortung stehen, dann ist dieses Versäumnis natürlich auf Sie. Dann sind Sie dafür verantwortlich. Und dann möchte ich Sie schon noch mal fragen, wenn Sie die ganze Politik, die Sie in den letzten Monaten betrieben haben, auch auf die Zahl der Intensivbetten legitimiert haben und selbst es nicht geschafft haben, diese Kapazitäten zu erhöhen, sondern die sind eben rapide gefallen, dann ist das ganze Kartenhaus Ihrer Politik damit zusammengebrochen. Und da möchte ich Sie eigentlich nur fragen, ob ausreichend Kapazitäten überhaupt in Ihrem Interesse sind, weil Sie wissen genauso gut wie ich, dass das Bundesgesundheitsministerium mit der Fortdauer der epidemischen Lage auch weiterhin ermächtigt bleibt. Ist das im Interesse der Bundesregierung, die Kapazitäten aufzubauen? Und werden Sie die Verantwortung dafür übernehmen, wenn die Kapazitäten nicht weiter aufgebaut werden? Ich will es noch einmal versuchen. Es gibt einen Unterschied zwischen den täglich tatsächlich verfügbaren betriebsbereiten Betten und der kalkulatorischen Anzahl an Intensivbetten. Und diese Zahl wurde ja deutlich erhöht während der Pandemie, auch infolge der finanziellen Anreize, für die wir gesorgt haben. Das ist, und Sie verfolgen doch alle sicherlich auch jeden Tag die Berichte von Pflegekräften, die seit Monaten im Einsatz sind. Und wir haben auch Meldungen zum Beispiel über Krankmeldungen und Ähnliches. All das sind Dinge,
die sich hier auswirken in diesen täglich verfügbaren Zahlen. Zu einer Nachfrage hat der Abgeordnete Spaniel das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Dr. Gebhardt, jetzt bitte versuchen Sie doch nicht in Ihren Aussagen hier permanent zu suggerieren, dass wir tägliche Schwankungen haben, die im nennenswerten Bereich sind. Wir haben ganz klare Aussagen, dass wir deutlich über 30.000 Intensivbetten hatten vor einem Jahr und dass wir momentan Statistiken haben, die ausgewiesen 23.000 noch was Intensivbetten haben. Also bitte, eine Schwankung von 7.000 Intensivbetten pro Tag können Sie doch niemandem ernsthaft erklären. Das ist doch kompletter Humbug. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Abfall und eine kleine Schwankung obendrauf, eine Oberschwingung würde man das nennen. Das ist ein Humbug, was Sie hier den Leuten erzählen. Sie haben Intensivbetten abgebaut und ich frage Sie jetzt nochmal, das Hauptproblem war ja die Personalfrage. Ich frage Sie jetzt nochmal, was hat das Bundesministerium für Gesundheit getan, um die Personalkapazitäten in den 12 Monaten dieses Jahres, wo wir diese pandemische Notlage haben, die Sie ja selber definiert haben, was haben Sie getan, um diese Krankenhauskapazitäten Achten zu erhöhen? Sie bitte auf Vielen die Dank. Zeit. Also ich weise in aller Entschiedenheit zurück, dass ich gesagt hätte, Schwankungen von 7.000 pro Tag. Da haben Sie mir jetzt etwas in den Mund gelegt, was ich nicht gesagt habe. Im November waren es 29.000. Haben wir Sie haben eben... Wir sind nicht im Dialog, sondern wir sind im Frage-Antwort-Modus. Und ich sage auch gleich, ich habe bisher immer bis zu 3 Nachfragen zu den Fragen zugelassen. Das werde ich auch in diesem Fall so handhaben. Das heißt, 2 Nachfragen werden jetzt hier noch aufgerufen. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Das Wort hat der Abgeordnete Brandner. Ich frage noch mal zu den Förderungen, die Sie da gerade erwähnt hatten. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Ich bin ja jetzt kein Gesundheitspolitiker, jetzt war das ja allgemein bekannt. Also Sie haben zu Beginn der Pandemie 50.000 Euro ausgelobt dafür, dass Intensivpflegeplätze oder Intensivbetten eingerichtet werden. 50.000 Euro pro Bett, 13.000 Betten wurden daraufhin geschaffen. Das sind ungefähr 650 Millionen Euro, die Sie da ausgegeben haben. Und diese ganzen Betten sind jetzt wieder verschwunden nach wenigen Monaten. Wo sind denn die ganzen Betten hin? Also was war denn da die Anforderung dafür, dass ich 50.000 Euro für ein Intensivbett bekomme, dass ich das kurz mal einen Tag dahinstelle? Danach kann ich es wieder entsorgen oder gab es eine Auflage, das nachhaltig und auch mit Pflegepersonalbetrieben versehen zu betreiben? Wir haben gefördert mit jeweils 50.000 Euro jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett mit Beatmung und das ergeben in der Summe 685 Millionen Euro. Darüber haben wir ja mehrfach gesprochen im Laufe der letzten Monate. Wo sind die Betten? Wo sind die Betten alle hin? Die sind alle wieder weg. Aber Entschuldigung. Die letzte Nachfrage zur Frage 8 stellt der Abgeordnete Peterke. Ja, vielen Dank für die dann letzte Nachfrage dazu. Die Kategorie ist ja klar, dass es ein Bett gibt, das bereitsteht, das auch die Geräte dran hat, mit Strom versorgt, mit Personal versorgt und dass es Reservebetten gibt. Das ist ja logisch. Darauf beruht ja auch unter Umständen ein Teil der Fluktuation. Aber das Problem, es wurde jetzt von Herrn Brandner auch in der Frage eben richtig angedeutet, dass durch diese ursprüngliche Förderung ja offensichtlich Betten zur Verfügung gestellt wurden. In Berichten der Krankenhäuser wurden die als verfügbar markiert, deswegen sind sie in die Statistik eingeflossen. Und ist es nicht richtig, dass jetzt offensichtlich dieser Vorrat zurückgefahren wurde und die Betten eben in das Lager geschoben wurden, wie auch immer, und dadurch ja in der Statistik verschwunden sind? Und ist es nicht richtig, dass das ein Problem ist im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung, dass die Betten knapp werden etc., wenn ja mindestens diese Differenz aus der Frage vom Herrn Huber offensichtlich irgendwo im Lager bereitstehen sollten? Also, Herr Huber hat eine Zahl genommen vom September 2020. Da gab es tatsächlich wohl mal gut 30.000 gemeldete Betten. So, das war also nicht vor einem Jahr,
sondern im letzten September. Erinnern wir uns an die Situation im letzten September. Die war, was die Corona-Situation anging, wesentlich entspannter. Wir hatten in den Krankenhäusern eine deutlich insgesamt entspanntere Situation, als das heute der Fall ist. Sie müssen auch sehen, Covid-Patienten, die kommen ja nicht nur auf die Intensivstation in einem Krankenhaus, sondern viele sind auch auf Normalstationen im Krankenhaus. Alles das bindet vor allem personelle Ressourcen. Und ich habe es ja jetzt mehrfach erwähnt, hier in diesen Zahlen wird nur berücksichtigt täglich tatsächlich verfügbare, betriebsbereite Betten. Das heißt, alle Ressourcenaspekte sind abgebildet, auch pflegerisches und ärztliches Personal, um diese Betten zu betreiben. Ja.